Wir brauchen wirklich die besten Bingo-Spiele. Warte mal, ich könnte rein theoretisch... Wie kann ich denn hier hosten? Classic? Ich will specken, ich will zugucken. Wir könnten 8 Spieler. Ja, wir könnten 8 krasse Bingo-Spieler in eine Lobby packen. Ja, das Problem ist, wir können nur 7 mitspielen lassen. Ich würde nicht mitspielen, sondern ich würde ganz gerne specken. Wir machen hier ein kleines Event. Okay, wir machen es so. Wenn ihr krass, wirklich krass im Bingo seid, wir schreiben hier nur Leute in den Chat, die eine 70-plus-Win-Wahrscheinlichkeit haben in Bingo. Ihr schreibt jetzt euren Ingame-Namen in den Chat. Ich werde eure Stats angucken. Wenn ihr unter 70% Gewinnchance habt, müsst ihr ganz viel Geld an mich bezahlen und werdet für immer gebannt. Okay, guck mal, der eine heißt Flow-Unterstrich. Das ist schon mal ein Zeichen. So, dann sind wir jetzt 8 Leute. Bob. Du bist so gemein. Classic? Okay, jeder muss in ein Team. Ich bin orange. Aber ich specke. Alright. Wer ist der beste Bingo-Spieler? Ich bin gespannt. Ich bin ehrlich gespannt. Also, Slash. Troll. Trollmenü. Also, wir analysieren erstmal die Karte. Auf welche Reihe würdet ihr gehen? Auf welche Reihe würdet ihr gehen? Ich finde die zweite vertikal sieht gut aus. So, zeig mal her. Flow. Also, Team Rot. Ein Item. Also, wir haben bis jetzt erst, also, alle holen sich einen, also es holen sich 3 Leute einen Tintenbeutel am Anfang. Ganz linke Seite auch krass. Melonsamen, Karotte, Experience Bottle ist alles machbar, ja. Also, die Map sieht generell ein bisschen schwierig aus. Sag mal die anderen. Also, Violett noch auch schon bei 2. Ab 0%, weil ich immer gegen Leute wie dich spiele und das Spiel nicht sweate, sondern das Spiel aus Fun spiele. Mhm. Check ich ja. Aber trotzdem, warum schreibst du dann deinen Namen rein, wenn wir nach Leuten frei mit über 70%? Hier wird direkt gebrutzelt bei Gelb. Oh! Tschüss, Young Zenny. Direkt mit dem Cobweb. Spielt er ganz unten? Ja, Mann. Er braucht nur noch Cook Pork Chop und den Crossbow. Digga. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat sich den Crossbow gemacht. Der sucht sich jetzt ein Schwein, hat er gewonnen. Digga, und da zockt er. Was? Also die anderen müssen sich jetzt beeilen. Der zockt das runter. Oh! Team Violett. Violett auch nur noch 1. Sorry. Ja, dann ja. Violett, Violett. Boah, ich erkenne die Reihe nicht. Was spielt denn Violett? Welche Reihe spielt Violett? Violett. Oben, ne? Oh, Violett muss in den Nether. Violett muss in den Nether. Violett muss in den Nether. Erster horizontal. Ja, ich habe das Gefühl, dass unser Young Zanny. Bro. Bro, ich würde mich beeilen. Hab's Gefühl, er genießt die Show. GG. Nee. Wow. GG. Young Zanny gewinnt damit das allererste Basti GG Bingo Event. Ey, das ist eigentlich geil. Aber wir müssen das mit dem Specken irgendwie noch besser machen. Ich muss irgendwie... es wäre geil, wenn man diese Übersicht halt nochmal... Diese Übersicht separat immer auf irgendwie offen hätte. Die Karte, während ich im Spec bin. Young Zanny. Du darfst dir aussuchen. Einmal komplett Zickzack V... Einmal komplett Zickzack V3. Cosmetics auf deinen Account.
Oder möchtest du es an jemand anderen geben? Gib her das Ding. Ja, mach ich. Mach ich nach dem Stream. Boss. Oder vielleicht auch morgen früh dann. Okay. Aber seid ihr. Ich mach's wirklich. Mann. Ich mach das wirklich immer. Ich meine. Wie sieht's denn aus? Kannst du denn auch back-to-back. Papa Platte Move. Was labert ihr? Kannst du es denn schaffen, back-to-back zu gewinnen? Das Ding ist nämlich. Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Okay, jeder in ein Team. Leute, ihr müsst. Okay, man sieht es in der Cam nicht so gut. Das ist eine gelbe Karotte. Okay. Analyse. Welche Reihe würdet ihr machen? Ich wüsste sofort welche. Ich würde sofort die erste Vertikal machen. Erste Vertikal ist halt geschenkt. Also du musst halt in den Nether. Aber. Ja. Ey, Kevin, soll man direkt in Discord anrufen? So, zocken die Leute jetzt ernsthaft auf, nee. Es wird auf die unterste Horizontal gezockt. Hasenpfote knallt da rein, ne? Aber, ist, denke ich mal, possible. Papier, Violett ist easy. Wenn du halt einen Wüstenspawn hast, ist das geil. Aber noch keiner auf zwei. Oh, mein Bro ruft an. Moinsen, Achtung, ich bin live, ich bin live. Oh, bin live. Ich muss gerade schwierige Äußerungen machen. Oh, ja, ich bin live, Bro, auf Twitch. Oh, same. Ich bin gerade live auf kick.com. Ja, ich habe gerade ein Live gestartet. Bro, ich habe gerade ein TikTok Live gestartet. Bro, willst du da kurz joinen und da kurz mittanzen? Nein, Bro, mein Live ist gleich zu Ende. Ich bin schon seit 20 Minuten live. Ich mache heute ein bisschen zu lange. Ah, okay, check. Wir könnten so ein Battle machen, wer mehr Donations bekommt. Und Verlierer muss ich irgendwie... Yo, da komm, machen. Warte mal ganz, Bro. Ich kriege gerade ein U-Boot. Dankeschön, mein Bester. Oh, warte mal, bei Mikro gerade Papierflieger rein. Yo, okay, warte mal. Oh, 120 Erdnüsschen. Vielen lieben Dank, komm, mein Bester. Kurz, und wir haben die Badewanne mit extra viel Schaumbad. Ich hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung, aber ich... Also plus TikTok nicht, ne? Oder kaum? Nee, Mann. Ich glaube, ich bin zu alt dafür, Kevin. Ja, Bruder, ja, Mann. Ja, ich fühle das, Bro, aber ich sag auch ehrlich, da verpasst du auch nichts. Also wirklich, ich habe letztens jemanden geguckt auf TikTok für eine Stunde 30. Lass bitte nicht drüber reden, ich lag im Krankenhaus und konnte nichts anderes machen. Und der hat einfach so bei so Notizen-App, hat er so reingeschrieben, so wie so Stichpunkte, was er so sucht an einer Freundin. Und dann sollten sich quasi Girls bewerben und er hat die dann in den Recall aufgenommen. Ja. Yeah. Da steckst du auch einfach nicht drin. Krass. Also das ja, ist auch scheißegal, Bro. Pass auf, folgendes. Ich bin jetzt zusammen streamen. Ey, voll gerne. Cool. Dann sehen wir uns gleich im Discord. Wir sehen uns im Discord, Champ. Ein Call. Basti. Callboy. I don't know, bis gleich. Tschüss. Ja. Okay. Ey, hat Sus die Reihe gemacht, die ich gesagt habe? Ja, ne? Sus ist... Nee, hä? Doch, Sus ist blau. Sus ist sauer. Habe ich ja auch gesagt, ne? Ich glaube halt jetzt, die Dings ist eigentlich stabil. Sus auf 4, Rot auf 3, Flow auf 3. Flow braucht noch Rindfleisch. Sieht eigentlich ganz geil aus. Itty Streamer und Kevin ist sau langweilig. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Together auf Twitch mit Papa Platte, Folge 2438. Yeah, es ist euer Gronkh und Sarazar und wir gehen gleich rein in das Koop Minecraft. Bienvenidos a la galera y estamos en una situación muy difícil. ¿Qué será, mi amigo Papa Platte? Welcome guys, ladies and gentlemen, today is Bastian Kevin Evenen! Yeah, Leute!
And I'm giving the microphone straight up to my bro. Yo, lass doch erstmal ein paar, lass doch mal ein paar Bits da für den kranken Stream, für den ordentlichen Support heute mal ein paar Bits regnen lassen bei Papa Platte und mir. Can we see some roses in the chat, man? Brody, wie geht's dir? Komm, ey, mir geht's wunderbar. Ich muss heute so einen kleinen Impro-Stream machen. Hast du ja mitbekommen. Mann, Force Battle funktioniert nicht. Ah, stimmt, stimmt. Du wolltest halt anderes machen. Jetzt bist du out of content. Nee, nicht wirklich. Ich hab so einen Freestyle-Impro-Stream und es läuft eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden. Kennst du? Also, ja, gut. Du kennst dich gerade auf dem Gomma HD-Server. Ja, und ich lasse hier gerade die besten. Würdest du sagen, das ist gute Impro, der Gomma HD-Server? Es kommt ja drauf an, was du draus machst, Bro. Guck dir mal deine Streams seit 5 Jahren an, was du draus machst. Bro, Bro, du mit 5 Jahren. Bro, gib dir Real Talk, Kevin. Man muss dir eine Bildschirmaufnahme und einen Browser geben und du streamst auch 8 Stunden am Tag. Ja. Ja, und mehr brauche ich nicht. Also bevor du hier irgendetwas sagst. Nee, warte mal, andersrum. Weil ich aus wenig viel mache. Checkst du, was ich. Ja. Naja, gut, auf jeden Fall, wie war dein Tag sonst? Also, wie war der Gomma HD-Server quasi? Dein Backup-Programm, dein insanes Impro-Programm? War also an sich soweit sehr gut. Ich bin zufrieden. Freue mich aber definitiv auch auf den Abend jetzt mit dir. Und freue mich auf alles, was passiert, mein Bester. Ja, weißt du, was ich geil finde? Ist komplett off-topic eigentlich gerade? Oder? Also, nee, dann erzähl's nicht. Wenn es off-topic ist, bitte nicht erzählen. Ich find's voll lustig, dass so Basti und Kevin Abend ist wie so ein Format, was wir machen. Checkst du, was ich meine? Wir machen das schon so lange und so oft, dass ich so. Das hat sich schon so richtig. Das ist schon wie so ein Segment im Stream. Weißt du, wie so. Man macht heute Reactions oder man macht das heute. Das hast du jetzt 2023 mitbekommen? Das ist so. Nein, schon vorher. Aber es ist mir gerade nochmal bewusst geworden. Und ist dir vorher noch nie aufgefallen, dass wir oft zusammen streamen? Doch, aber ich meine so. Es hat sich zu so einer Brand etabliert. Weißt du, was ich meine? Der Basti und Kevin Abend ist eine Certified Brand inzwischen. Ja, klar. Wir müssen so ein Trademark ans Ende packen. Ich hab ein Logo, was ich mal einblende, wenn wir so zusammen anfangen zu spielen. Ja, ich auch. Boah, das wäre echt cool. Kann jemand ein Basti und Kevin Abend Logo machen? Oh nein. So, Basti, wollen wir dann ganz kurz in die Screenshot-Box gehen, um unsere Zuschauer kurz die Möglichkeit zu geben, Bilder mit uns zu machen? Das machst du ja sowieso. Ich bin ja der Abgehobene, der keine Bilder macht. Von daher. Okay, ja, gut. Nee, Kevin, erzähl doch mal, wie war dein Stream bis jetzt? Bro, unfassbar scuffed. Also wirklich richtig weird. Erstmal habe ich einen Clip von dir gesehen, dass du meinst, du wärst besser als ich in Counter-Strike. Also, um ehrlich zu sein, habe ich nicht geguckt, aber der Titel vom Clip hieß so. Ich habe lange nicht gespielt, ich würde sagen, ich bin nicht krass besser, aber halt so ein bisschen. Nee, okay, pass auf, ich sag dir, was der Fall ist. Du hast damals gespielt, richtig? Und dein Skill damals, mit dem Skill, mit dem du wahrscheinlich aufgehört hast, ist besser als das, wie ich jetzt gerade spiele. Ja, aber wenn man jetzt dein Skill damals zu deiner whatever sehr stark zu stabil.